Hallo. Hallo Christian. Hallo. Ah, jetzt Hi. funktioniert's. Das passt. Besser du Kannst du dann die kommst. Kamera? Könnt Also. ihr dann die Kamera anmachen, bitte? Ja, besser mach Kamera Nein. O. Warum? Nein. Weil ich die genauso wenig anmache wie ihr. Ich hab's O. Da haben sie Ich sehe dich Hotto. nicht. Ja, Ich dann musst sehe du die die auch Kamera nicht. Haben sie anmachen. nicht. Peter, mach mal aus, dann siehst du das. Und wo kann man anmachen? Du hast doch vorher auch gerade geschafft. Neben dem Lautsprecher ist die Nee. Kamera, da musst du drauf drücken. Geht nichts. Doch. Auf Video musst du klicken, Video. Ja. Auf Video. Jetzt. Ja, aber ich sehe trotzdem man Hansi und dich Hallo. nicht. Hörst du mich? Ich sehe Hansi nicht. Da muss der Hansi die Ich Kamera sehe auch einen Hansi. anmachen. Ich sehe einen Hansi. Ich sehe ihn nicht. Warum? Dann Du siehst ihn bei sehe den nur beiden Hansi. Hansi. Aber, oder? Ja, dich schon, aber den Hansi nicht. Da muss der Hansi auch die Kamera anmachen. Hallo? Hansi auf Video Hallo. gehen. Ja, bin ich. Bei dir sieht man nur das weiße Bild. So grau. Man sieht bei dir bloß drei weiße Punkte, mir Also, nicht. ich sehe gern Hansi. Ja, du wohnst ja mit ihrem Zahn, du Raumdauer, du. Nein, live, der hat seine Kamera bei mir an. Aber bei uns nicht. Wir sehen ihn nicht. Ja, technische Probleme. Ich Ja, sehe da auch nur muss einen man das Christian. lösen. Was? Ich sehe nur die Christian, ich sehe nur dich. Und der andere Ja, siehst du nicht? wieso? Ich Nein. sehe ganz besser. Du musst mich ja auch sehen. Ja, Nein, ich sehe nur einen Christian. Bei mir ist nur der Christian. scheiß drauf, jetzt können wir reden und fertig und ihr könnt die Kamera oben, dass man euch sehen Na, ihr Kamera nicht an. kann. Christian, der Peter mag nicht die Kamera anhaben. Warum? Man kann auch reden ohne Kamera. Ja. Gut. So, jetzt reden wir einfach. Hallo? Weiß ja nicht, warum der Hansi die Kamera nicht anmacht. Meine ist an. Der hat's so hoch gemacht. Bei mir hat er so Nein, die kaut. ist nicht an. Bei mir hat er so Oh Gott, kaut. natürlich ist die O. Bei dir, aber bei uns nicht. Soll ich bei Livestream? Die ist O. Nein, die ist weder bei ihm noch bei mir an. Bei dir ist. Ich hab die noch nie gesehen. Ich hab nur einen Christian gesehen. Ja, und warum siehst du mich nicht? Das weiß ich nicht, weil das verbuggt ist. Discord scheiße ist. Sag ich ja schon immer, ist meine Na, Regel. in den Oh. Servern ist es viel besser, aber hier ist echt scheiße. Egal. Herr Christian, was hast du heute gemacht? Na, Bist du gearbeitet. der grüne Bildschirm oder was? Na, ich bin. Ich weiß nicht, welche Farbe ich bin. Ja, da wo Hansi steht auf Rot, da bewegt sich gar nichts. Und da auf Grün steht Raquit. Da bewegst dich die ganze Zeit. Wenn du redest, dann sehen wir es grün. Ja, das bin ja ich. Ja, aber warum nicht auf Hansi? Das ist der Josef, der hat Weil ich mein die bin. Account Und und. dann soll Weil ich er auch das. Josef hinschreiben und nicht Hansi. Das geht nicht mehr, das hat man Das, bloß einmal ja. machen können. Das ist wie bei Snapchat. Da kann man einfach auch nur einmal den Namen haben. Also man kann den Namen. Schwachsinn. Doch, man kann den Namen in Servern ändern, aber. Nicht. Sonst. Und warum kann ich dein Bild nicht sehen? Was? Hansi, warum kann ich dein Bild nicht sehen? Das weiß ich nicht. Ich kann deins auch nicht sehen. Ich kann nur einen Christian sehen. Jetzt Ja, aber rede nicht mehr. Hansi, dann muss er aber auf deine Kamera drauf drücken. Hab ich. Die ist an. Der Josef. Du hast auf Video nicht drauf gedrückt. Nein. Musst auf Video Ja, drauf drücken. dann funktioniert das. Es ist Video an. Du Das musst Video auf ist bei Video mir drücken. weiß. So weiß und die Kamera ist dann schwarz da drin. Na, das Video ist grün, nicht weiß. Bei mir ist es weiß, schwarz. Das ist Bei mir ist komisch. grün, weiß. Besser, Das also dein verstehe ich Vater nicht. raucht jeden Tag einmal für Schütz.
Und jeden Tag an mein Bruder, der raucht mit. Oh. Christian, warum machst du eigentlich Grimassen? Er macht keine Grimassen, er schaut ganz normal nur in die... Doch, er hat vorhin Grimassen gemacht, gell, Christian. Vorhin hast Grimassen gemacht. Was? Vorhin hast lustige Gesichter gemacht, ja. Aber wir sehen dich nicht im Fernsehen und das ist blöd. Was wolltest du? Das ist blöd, dass man dich nicht sieht. Man sieht mich schon. Aber, kann man, erhört man aber zum Reden, oder? Ja. Ja. Reden, hören tut man schon. Na, ist ja gut. Naja, immerhin etwas. Ja. Immerhin etwas. Wir hören uns. Besser ist. Du bist Gärtner, oder wie? Ja, ich arbeite auf der Gemeinde. Ah, cool. Ja, von 7 bis 12, von 13 Uhr bis 15 Uhr. Oh, die Arbeitszeiten hätte ich auch gern. Was sagt sie dazu? Dieses Nasch. Weil wir arbeiten ja in 3 Schichten. Mhm. Ah. Ja, wegen dem Virus. Mhm. Ach, wegen dem Virus. Okay. Ja. Wie stark ist der bei euch in Luxemburg? Oh, das kann ich jetzt nicht so sagen. Weil bei uns welche Inzidenz dürfen, weil bei uns dürfen maximal nur 9 Personen reinkommen. Deswegen arbeiten wir so. 9? Ja, und deswegen. Und deswegen. Weißt du, wie viel bei uns rein dürfen? Nee. Eine. Oh Mann. Nein, weil deshalb arbeiten wir in 3 Schichten. Das heißt, ich arbeite von 7 bis 12 und von 13 Uhr bis 15 Uhr. Und die anderen so mal um 6:30 und die anderen von 6:30 bis 4 Uhr so, bis 16 Uhr. Okay. Und Christian, wie groß bist du? Ja, also bei uns darf sich nur... Was? Wie groß bist du? Wie groß ich bin? Ja. Da muss ich mich mal schon messen. Das so genau weiß ich das nicht. Aber wie groß ungefähr? Circa. Ich würde sagen, so 2 Meter. Was? 2 Meter. Ja, 2 Meter. Ich meine, 24, an die 60 so ungefähr. 2,60 Meter. Was, 1,60 Meter? 2 Meter. Ja, warum? 60. Ich muss mal kurz raus. Ja. Na, muss nicht. Ja. 2,60 Meter. Also. Warum fragst du? Christian, du bist 2,60 Meter groß. Ja, ich das so genau weiß ich es auch nicht. Deshalb okay. Muss ich manchmal mich mal immer messen mit dem Messmeter hier, wo ich hier habe. Möchtest du dich jetzt mal messen? Ja, kann ich machen. Also 2 Meter wäre eine stattliche Größe. 2,60 Meter. Das schiebt ja schon gut. Das ist ein neues Video, gell, Sepp? Das ist wirklich wieder ein neues Video ist das. Das ist unglaublich dumm. 1,62 Meter. Ach so. Ja, Hansi, können wir jetzt die Zigarren? Im Mittwoch, wie oft noch? Ja, aber kann ich es dann auch holen? Warum fragst du da, wie groß ich bin? Aber, weil der Peter, der ist 1,76 Meter groß. Und deshalb.
Der hat uns das heute auch gesagt. Hm. Dann will man halt auch wissen, wie groß andere sind. Zum Vergleichen. Und was möchte er dann noch wissen? Er möchte, glaube ich, auch wissen, ob du gerne Gummistiefel magst. Nee, Gummistiefel. Ich ziehe ja nur Gummistiefel an, wenn ich ins Wasser reinsteige, aber sonst ziehe ich keine Gummistiefel an. Aha, und ob du gerne Stiefeen magst, also wenn man stiefelt jemanden. Wie, GW oder wie Wenn man meinst du? jemanden tritt, ob du das auch cool findest. Was? Wenn man jemanden treten tut. Wo treten? Ja, in die Weichteile. Welche Weichteile meinst du? Die zwischen den Beinen. Du. Bei wem? Bei dem Mann oder bei der Frau? Bei dem Mann. Ja, der Mann hat ja nur einen Schwanz. Ja. Und was ist denn damit? Der Peter würde gerne mal haben, dass jemand zu ihm geht und mit Gummistiefeln da reinhaut. Das tut doch weh. Das findet er cool oder geil. Denn wenn jemand zu ihm geht, dann muss man den mal anfassen, Ja. den Schwamm. Also er hätte das gerne mal so. Da kann man ihm mal mit der Hand seinen Schwanz anfassen und damit spielen. Genau, das hätte er auch gerne. Das ist aber schön. Also, ich glaube, er würde sich sogar mit dir treffen wollen, aber ich weiß nicht, ob er nach Bettemburg fahren würde. Warum? Weil er wohnt ja auch in Bayern und nach Bettemburg, das dauert ja schon ein bisschen. Hm. Ja, aber da musst du ihn fragen, ich Weil weiß das nicht. dann hätte er auch bei mir übernachten können. Ja, eben, du würdest ihm ja auch bestimmt was zum Essen geben und so. Das schon, ja. Eben, also, ja, wenn, musst du ihn fragen, vielleicht findet er das ja auch cool. Und wie alt ist er denn? Christian, der ist 51, glaube ich. Ich bin 42. Ja. Ja, du hast ihn ja auch gerade gesehen, oder? Ja. Wie fandst du ihn so vom Aussehen? Was? Wie du ihn vom Aussehen fandest? Wie fandest du, dass er aussah? Gut oder nicht so gut? Doch, schon gut. Eben, also passt ja dann. Ja. Weil ich schlafe ja meistens ja auch immer nackt im Bett. Ja, der Peter, der hat auch manchmal Fotos verschickt von sich nackt. Ja. Ja. Und wo kann man die denn sehen? Da musst du ihn fragen, ob er dir die schicken will. Oder frag du ihn. Na, aber ich bin noch zu jung, ich darf solche Bilder nicht haben. Nein, ob er seine Bilder an mir schickt, das wollte ich sagen. Okay, ja, dann das frage ich ihn mal. Oder du kannst es ihn fragen, wenn er wieder zurückkommt. Der kommt ja gleich wahrscheinlich. Ja. Ja, Ja, aber. und Hansi? Ja. Aber ich hole sie dann schon davor Nein. ab, ne? Warum nicht? Warum schon? Ich habe Ihnen schon erklärt. Nein, das schreiben Sie mir mal bitte nochmal. Wie? Ja, schreiben Sie Ja, mir weil es. ich nicht die ganze Zeit die Scheiße da und dann Wie kaputt gesagt, Sie gehen. haben einen Rucksack dabei und wie gesagt, Ja, Sie haben mag ich. eine große Tasche in Ihre Dings und das Ich haben mag Sie auch das nicht gesagt. mitnehmen. Ja, Ich mag das nicht dann mitnehmen. ist es mir egal. Ja, okay, dann ist mir auch egal. Ja. Ja, so ist das dann.
Aber Christian, ist dir langweilig heute oder so? Weil es ist so wenig mit dem Coronavirus, ist so viel gar nicht, oder? Ja, weil ich bin meistens immer am Wochenende auch alleine zu Hause oder am Wochenende in Deutschland bei meinem Onkel. Bei deinem Onkel, ja, da bist du oft oder bei deinem Onkel? Ja, weil der hat auch ja einen neuen Hund. Einen neuen Hund. Was für einen? Wie heißt der? Das ist ein australischer Chopper ist das. Und der ist lieb, oder? Ja, der macht ma manchmal seine Kommissionen auch in der Wohnung. Er pinkelt Ja, rum, er boah. kackt rum. Ist der noch klein, oder? Ja. Ach so, ja dann. Ja. Hat dein Onkel ein großes Haus, oder? Ja, ziemlich, ja. Du hast aber, ich finde, du hast ja auch ein sehr schönes Haus und eine schöne Wohnung. Hast du die da schon gesehen, meine Wohnung? Ja, du hast mal irgendwem einmal so ein Video geschickt, wo du die Wohnung gezeigt hast. Das habe ich dann mal gesehen. Mit deiner Küche hast du da gesagt und so. Ja. Genau. Und das fand ich ein. Du hast eine sehr schöne Wohnung und die sah auch sehr aufgeräumt aus und so. Und gepflegt. Ja, wie das soll ja auch so sein, wie Eben. gesagt. Naja. Wie gesagt, ja, das. Also du gibst schon echt auf deine Wohnung acht. Und auch auf deinen Bart, Ja. den hast du ja auch immer schön geschnitten und gerasiert und das finde ich sehr Ja, den gut. habe ich letzte Woche ja gemacht. Genau. Dann siehst du nämlich auch gut aus und ja, schön ist das dann. Ja, und auf was steht der denn so, wenn ich mal so fragen darf? Wer? Wer heißt Der Peter? der? Eva. Ja, der Peter. Ja, der Peter, der Ja. steht auf so Sachen, das sind so Begriffe, die man nicht kennt, wenn man. Also der will gerne. Weißt du, Der was steht ja dann dominant auch ist? auf. Ja, steht der auf Frauen oder eher auf Männer? Der steht auf beides. Okay. Aber er würde gerne mal. Ja, er will halt dominiert werden, wenn du weißt, was das heißt. Also du meinst gefickt werden, meinst Ja, du? genau. Aber, also er ist eher der die Frau spielt, sozusagen. Ah, okay. Also er macht eher nichts. Wenn das für dich Okay. okay ist, halt. Ja, wenn er damit kein Problem hat. Nein, da musst du mit ihm reden. Wenn du sagst, dass du da ganz offen bist und auch ehrlich und keine Vorwürfe hast und so, dann redet er, aber er hat oft Angst vor Menschen, die er nicht kennt. Also der Peter ist eigentlich ein ganz lieber, aber er ist manchmal sich nicht so sicher. Ja, weil beim Bauch habe ich auch rasiert und mein Rücken habe ich auch keine Haare drauf. Wie rasierst du denn bitte deinen Rücken? Wie geht das? Mit Wachs, Mit mit Wachs. Wachs? Aha. Das Da ist. gehe ich immer am so samstags nach Luxemburg Stadt zu meiner Pediküre hin, um mein Rücken mit Wachs abmachen zu lassen mit meinen Haaren. Ja. Und ja, und die macht mir auch meine Füße. Und, ja, und mein Bauch, den rasiere ich selbst. Aha. Ist die dann geil, die dir das macht? Du meinst mit meinem Rücken? Ja, ist die geil. Ist zwar eine sehr liebe Frau, aber auch sehr nett. Aha. Ja. Aber ist die geil? Das weiß ich, kann ich nicht sagen. Okay. Aber eine sehr liebe und nette Frau. Ja. Genau. Was machst du so non sonst noch so in der Corona-Zeit? Naja, wenn ich so am Wochenende alleine zu Hause bin, da schaue ich,
Kommt drauf an. Leute, ganz kurz, ich bin draußen, weil ich schaue mir Fußball, DFB-Pokal-Viertelfinale an. Gladbach gegen Dortmund. Der Christian würde aber gerne mit dir was noch besprechen. Wenn das Spiel vorbei ist, komme ich wieder. Es dauert ein bisschen zu lang. Ganz kurz. Also der Christian würde... Ja, ob du mal zu ihm nach Luxemburg-Bettenburg kommen würdest. Nein. Warum nicht? Nein. Er würde auch... Ja. Nein. Er würde dich auch bei sich übernachten lassen. Da würde ich nicht hinfahren. Ja, da würde ich nicht hinfahren. Nee, ernsthaft, da würde ich nicht hinfahren. Warum? Fahr halt du hin. Der hat kein Auto. Ja. Der Josef hat doch eins. Nein, aber der Christian möchte, dass du kommst, weil er findet dich schön. Doch, hat er wirklich gesagt, gell, nee, Christian? Nee. Ja. Schau. Ja. Nee. Warum nicht? Kein Interesse. Weil Schade. Ich kein Interesse habe. Okay. Aber der Christian würde alles dich klar. Also ich, gerne bei sich haben, ja. Ich gehe jetzt raus und schaue mir jetzt Fußball an. Servus. Schade. Ja, also, der ist halt ein bisschen scheu, der Peter, wie man gemerkt hat. Ja, aber das halt, das finde ich aber auch irgendwie nicht nett. Ja, ist es auch nicht. Vor allem, weil er sagt einfach nur nein, weil er nicht will. Er sagt ja gar keinen Grund. Das ist irgendwie scheiße. Ja. Schade. Und was magst du denn so, wenn ich mal so fragen darf? Ich mag eher nicht so gerne Männer. Du magst eher Frauen, oder wie? Ja. Würdest du dann auch mal mit einem Mann probieren, oder? Ja, vielleicht. Und würdest du auch mal mit mir probieren? Also ich habe halt leider auch kein Auto, wie der Peter. Und deshalb ist das schwer, nach Luxemburg zu kommen. Und mit der Bahn? Mit der Bahn, das kostet so viel Geld und das dauert zu lang. Ja, das ist alles nicht so gut. Weil ich will dir jetzt auch keine falschen Versprechungen machen. Weil wenn ich dann sage, ich komme, aber ich komme gar nicht, dann ist das ja auch nicht fair. Christian hat dich schon mal wer besucht. Was? Hat dich denn schon mal wer besucht? Wie meinst du? Wer von Instagram oder so. Internetfreunde. Ach so, ja, die, wo auch manchmal auf der Playstation, weil ich spiele ja auch manchmal auch auf der Playstation Fortnite spielen. Und die sind dann zu dir gekommen? Oder? Hallo? Hallo? Was? Sind die dann bei dir privat vorbeigekommen, oder? Nein. Ach so, und sonst ist... Hast du denn schon mal jemanden gefunden, mit dem du geile Sachen gemacht hast? Nee, nicht so direkt. Warum? Ja, weil ein paar Freunde wollten sich von mir mal mit dir treffen, aber die haben sich dann doch nicht mit dir getroffen, oder? Nee, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Und weil ich mache manchmal, weil ich mache manchmal mir auch schon selbst. Ja, das geht ja dann nicht anders. Ja. Schade. Ja, was will man machen? Ja. So ist das. Ja. Thank you.